Wenn sich Menschen unterhalten, so geschieht dies per Sprache. Diese Sprache lässt sich per Telefon recht einfach über weite Distanzen übertragen. In einer Zeit, in der das gesprochene Wort das Hauptgeschäftsfeld der Telekommunikationsunternehmen dargestellt hat, mussten sich auch die Computer auf die Kommunikation mittels hörbarer Töne herablassen. Heutzutage ist das genau andersherum. Der internationale Datenverkehr erfolgt digital. Das gesprochene, analoge Wort wird digitalisiert, also quasi in die Muttersprache der Computer übersetzt und rund um den Globus geschickt. Aber damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Deutschland, sah es anders aus und darum geht es heute. Das Modem. Es übersetzt die digitalen Daten der Computer in hörbare, analoge Töne, welche über die Telefonleitung geschickt werden. Hier ist der Gips 24, Datenfernübertragung der 90er. Viel Spaß dabei! Das Modem für den Heimanwender gibt es in zwei Bauformen, intern oder extern. Häufig kamen damals die externen Modems, wie etwa dieses hier aus dem Hause Elsa, zum Einsatz. Das war recht komfortabel, da man für deren Inbetriebnahme den Computer nicht öffnen musste. Interne Modems gibt es als Steckkarten oder als integraler Bestandteil auf der Hauptplatine, meist so vorzufinden in Laptops. Mit dem Aufkommen von DSL und den damit deutlich höheren Verbindungsgeschwindigkeiten verschwanden die Modems nach und nach. Interessanterweise hielten sich die eingebauten Modems bis weit in die 2000er Jahre hinein. Heute findet man sie aber kaum noch. In dieser Folge gehe ich auf die internen Modems auch nicht näher ein. Ihre Funktionsweise ist beinahe die gleiche wie bei externen Geräten. Lediglich von Hersteller zu Hersteller gibt es ein paar Detailunterschiede. Was kann man nun mit so einem Modem machen? Ganz banal ausgedrückt, beinahe alles, was man auch mit einem Universal-DSL-Zugang machen kann, nämlich im Internet surfen, Faxe verschicken oder telefonieren. Es war nicht nur die Vorgängertechnologie unserer heutigen Datenübertragungstechnik, sondern es war die erste dieser Art überhaupt. Und um das Stichwort Telefonieren gleich aufzugreifen, dies ist, neben der deutlich geringeren Datentransfergeschwindigkeit, wohl eines der Hauptmerkmale der Modemwelt. Wenn das Modem online war, dann war die Telefonleitung komplett blockiert. Telefonieren war dann nicht mehr drin. In die Zeit denke ich überhaupt nicht so gerne zurück. Ständig hatte ich Zoff mit den Eltern, weil die Telefonleitung abends stundenlang blockiert war. Naja. Im Frühjahr war eben doch nicht alles besser. Was braucht man nun, um mit seinem Computer online gehen zu können? Ganz klar, als erstes brauchen wir einen Computer. Dabei ist es dem Modem herzlich egal, um was für ein Modell es sich hierbei handelt. Wir können einen PC genauso einsetzen wie einen Amiga oder einen anderen Computer, der die passende Schnittstelle hat. Die gebräuchlichsten sind USB und seriell. Unser Elsa-Modem hier hat einen Anschluss für die serielle Schnittstelle. 25-polig, also wunderbar passend für den Amiga. Am Modem finden wir einen Anschluss für den Telefonanschluss, bezeichnet mit Line, und einen Anschluss für ein Telefon. Dies ist sehr nützlich, wenn man nur einen Telefonanschluss hat. So kann man das Telefon ganz normal nutzen und mit dem Modem arbeiten, ohne Stecker umstecken zu müssen. Neben Computer und Modem braucht man freilich auch einen Telefonanschluss, an welchen das Modem angeschlossen wird. Wenn man noch einen unverbastelten Telefonanschluss hat, dann kommt der Telefonstecker des Modems in die Telekommunikationsanschlusseinheit, kurz TAE-Dose, in die Buchse N. N wie nicht fernsprechen oder auch Nebengerät. Hier schließt man praktisch jedes Gerät an, was kein Telefon ist, beispielsweise auch ein Faxgerät oder ein Anrufbeantworter. Wenn euer Telefonanschluss aber aussieht wie meine, dann gehen wir jetzt erstmal auf die Suche nach dem Freizeichen. Grundsätzlich brauchen wir zum Telefonieren nur zwei Strippen. Die Kunst ist es jetzt, die richtigen beiden zu finden. Am einfachsten wäre es, wenn wir uns die TAE-Dose einfach sparen und direkt auf die beiden Eingangsstrippen draufgehen. Die sind ja eh schon da.
Früher hätte euch die Post für solche Aktionen übrigens in den Schritt gegriffen. Denn das Telefonnetz war bis inklusive der ersten TAE-Dose Eigentum des Netzbetreibers, eben der Post. Und da hatte kein Normalsterblicher etwas daran herumzuwursteln. Ich glaube, die Telekom fährt heute noch so eine ähnliche Politik, aber sie verfolgt sie nicht mehr. Hoffe ich. Was gerne mal vorkommt, man hat zwar Telefonkabel im Haus, das Ding hat aber nicht den passenden Stecker. Encodiert, F-kodiert, nichts passt, wo es passen soll. Naja, sind wir mal nicht so. Ein bisschen mit dem Messerchen modifiziert und die Stecker passen überall. Am einfachsten ist es, wenn unser Modem in seiner RJ11-Buchse nur zwei Kontakte besitzt und unser Telefonkabel ebenfalls an seinem Stecker auch nur zwei Kontakte hat. Kriegen wir hier ein Freizeichen heraus, haben wir alles richtig gemacht und es kann weitergehen. Das heißt, eine Kleinigkeit gibt's da doch noch. Viele Modems, wie etwa dieses Elsa hier, können ein dahinter geschaltetes Telefon versorgen. In diesem Fall sind beide Buchsen vierpolig. Das hat den Hintergrund, dass immer nur ein Endgerät an der Amtsleitung hängen soll. Nimmt man also den Telefonhörer ab, wird die Amtsleitung vom Modem weggeschaltet und nur dem Telefon zur Verfügung gestellt. Andersherum ist es genauso. Wenn man mit dem Modem arbeitet, wird das Telefon totgeschaltet. Damit dies geht, sind eben mehr als nur zwei Strippen notwendig. Ja, damit alleine kann man schon richtig Spaß haben. Aber wir wollen heute ja keine Strippen ziehen. In Sachen Hardware haben wir nun alles zusammen, was wir brauchen. Als erstes wollen wir nun ein wenig mit dem Befehlssatz des Modems spielen. Das hat noch nichts mit Datenfernübertragung zu tun, sondern dient dem allgemeinen Verständnis. Aus der Folge 22 kennen wir schon die Terminal-Software Encom für den Amiga und, wie damals angesprochen, ist das Terminalfenster das Sprachrohr und die Hörermuschel zugleich des Amiga auf seiner seriellen Schnittstelle. Unsere Gegenstelle ist nun aber kein anderer Computer, sondern vorab erstmal nur das angeschlossene Modem selbst. Bevor wir mit dem Terminal-Programm starten, schauen wir uns erst nochmal die Einstellungen der seriellen Schnittstelle an. Beim Amiga finden wir diese unter Prefs und Serial. Wir stellen das übliche 8N1-Schema ein mit der halsbrecherischen Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 19.200 Baud. Das geht natürlich nur, wenn unser Modem diese Geschwindigkeit unterstützt und hier sind wir schon bei der ersten Verständnisfalle. Die angegebene Geschwindigkeit auf den Modems, beispielsweise 56K, bezeichnet stets die maximale Geschwindigkeit, mit der das Modem mit einer Gegenstelle, etwa einem Internetprovider, kommunizieren könnte. Es hat nichts mit der lokalen Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Computer und Modem zu tun, welche wir hier in den Prefs einstellen. Die tatsächliche Geschwindigkeit auf der äußeren Telefonleitung handeln die kommunizierenden Modems untereinander aus. Für gewöhnlich liegt der Flaschenhals der Übertragungsgeschwindigkeit, also hier, auf der Telefonleitung. Normalerweise ist es so, dass man auf der kurzen lokalen Strecke zwischen Computer und Modem eine höhere Verbindungsgeschwindigkeit wählen kann. Wenn man dazu keine Informationen zu seinem Modem findet, gilt wieder: Versuch macht klug. Drosselt man jedoch die Geschwindigkeit der lokalen seriellen Schnittstelle drastisch herab, so verschiebt sich der Übertragungsengpass von der äußeren Telefonleitung auf die kurze Übertragungsstrecke zwischen Modem und Computer. Aber fangen wir jetzt erstmal ganz geschmeidig an und starten unser Terminalprogramm Encom. Was wir hier nun eingeben, geht direkt als Befehl an unser Modem. Fast jeder Modembefehl beginnt mit den Buchstaben AT, daher auch der Name des sogenannten AT- oder Hayes-Befehlssatz. AT soll sich angeblich vom englischen Attention, also Achtung, ableiten. Achtung Modem, jetzt kommt ein Befehl! Nett. Für gewöhnlich kommt man als normaler Endanwender mit diesen Befehlen nicht in Berührung. Die netzgehenden Programme übernehmen das alles. Wir wollen aber ein wenig genauer hinschauen und ein paar der AT-Befehle selbst testen.
Gebt einfach mal AT ein und drückt Enter. Das Modem antwortet mit einem schnöden OK. Es ist also da, es hat den Befehl verstanden und bestätigt, dass es willens ist, zu arbeiten. Gebt ihr einen ungültigen Befehl ein, welchen das Modem nicht versteht, so antwortet es mit Error. Der Befehl AT und F, wohlgemerkt ein Kaufmanns und, es veranlasst das Modem dazu, seine Fabrikeinstellung wieder zu laden. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man sein Modem mal total verkonfiguriert hat und nichts mehr geht. Mit ATH1 gibt man den Befehl, den virtuellen Hörer des Modems abzunehmen. Idealerweise solltet ihr nun das Freizeichen hören. Mit ATH0 wird wieder aufgelegt. Solltet ihr nun kein Freizeichen erhalten haben, ist euer Modem möglicherweise auf leise geschaltet. Der Befehl ATL3 setzt den Lautsprecher des Modems auf volle Lautstärke. Mit ATL0 hingegen schaltet ihr die Lautstärke fast komplett auf 0. Bei einigen Fabrikaten ist dies auch die Stummschaltung. Mit ATDT und einer direkt im Anschluss geschriebenen Telefonnummer beginnt euer Modem nun zu wählen. Das D in dem Befehl steht für Dial, also wählen, und das T für die Tonwahl. Einige antiquierte Telefonanlagen verlangen noch Pulswahl. Hier muss man anstelle von ATDT eben ATDP wie Puls wählen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus mit einer nicht vergebenen Telefonnummer. Wir wollen ja niemanden ärgern. Habt ihr euer Modem an eine Telefonanlage angeschlossen, welche nicht den üblichen Dauerton als Freizeichen liefert, so benutzt ihr den Befehl ATX. Damit wartet das Modem nicht auf den gewohnten Freizeichenton, sondern wählt direkt die eingegebene Nummer. Möglicherweise ist es auch mal notwendig, dass im Wählvorgang eine kleine Pause eingebaut werden muss. Bei den angesprochenen alten Telefonanlagen kann das schon mal nötig sein, dass man nach der Amtsholung mit Wahl der 0 kurz warten sollte. Und dazu dient der Befehl W, also beispielsweise ATDP0W und dann die Telefonnummer. Der Befehl AT und W speichert eure momentan getroffene Einstellung im internen Speicher des Modems ab, sodass sie ab sofort bei jeder Verwendung zur Verfügung stehen. Eine komplette Übersicht über alle AT-Befehle findet ihr natürlich im Netz. Sucht einfach nach AT-Befehle Modem. Darüber hinaus haben die meisten Modems herstellerspezifische Befehlssätze. Diese sind in den jeweiligen Bedienungsanleitungen zu finden. Eins noch. Solltet ihr bei der Eingabe der Befehle alles doppelt sehen, dann war entweder der gestrige Abend ein wenig hart gewesen für euch oder euer Terminalprogramm ist im Half-Duplex-Modus bzw. das Local Echo ist aktiviert. Einfach abschalten und ihr seht wieder klar. Was es damit auf sich hat, schaut euch mal die Folge 22 an. So, wunderbar! Unser Modem funktioniert also und wir haben auch ein Freizeichen. Was stellen wir damit aber nun an? Machen wir doch erstmal zur allgemeinen Beruhigung etwas Vertrautes. Wir stellen eine Verbindung mit dem Internet her und dafür nehmen wir einen schnöden, halbwegs modernen PC, der gut und gerne 20 Jahre jünger ist als unser Amiga. Was ich ja sehr putzig finde, ist die Tatsache, dass mein Windows 7 hier immer noch die passenden Treiber für mein Elsa-Modem mit dabei hat. Da es seriell angeschlossen wird, muss man die Suche danach allerdings händisch anstoßen. Früher hat man sich in das Internet eingewählt.
Dazu musste man die Telefonnummer seines Internetproviders wissen. Heute gibt es davon kaum noch welche, aber ein paar halten heroisch durch. Das Ganze nennt sich Internet by Call. Um eine Verbindung aufbauen zu können, müssen wir erst eine neue Verbindung einrichten. Unter Windows 7 geht das mittels des Netzwerk- und Freigabecenters. Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten. Wählverbindung einrichten. Und dann brauchen wir die Rufnummer. In meinem Fall benutze ich die 069-260-12601. Benutzername ist Arcor und das Passwort lautet Internet. Das ist alles kein Geheimnis, das findet man so im Klartext auch im Netz. Und bevor wir nun auf Weiter klicken, kappen wir unsere breitbandige DSL-Verbindung vom Computer und stellen dann die Wählverbindung via Modem her. Und das ist der Heartbeat-Rock, das DFÜ-Symphonieorchester, der Klang der großen Freiheit des unendlichen Netzes. Hier verhandelt unser Modem mit dem Modem des Providers die maximal mögliche Geschwindigkeit und wenn sie sich demokratisch geeinigt haben, wird der Weg freigemacht für unsere Internetfreuden. Die Verbindung steht! Also rufen wir gleich mal eine der wichtigsten Seiten im Internet überhaupt auf, das A1K-Forum. Und ihr merkt schon, früher bot einem die Technik noch Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen. In der Zeit, bis die gewünschte Seite geladen ist, konnte der schnelle Schütze nochmal nebenbei einen Helden zeugen. Also ihr merkt schon, das war damals eine sehr langsame Geschichte. Jetzt mögen einige sagen, dass das A1K-Forum zu modern gestaltet ist. Also gut, nehmen wir eine weniger aufwendige, wenn auch nicht weniger wichtige Seite, das Arminet. Und ja, es wird schneller geladen. Machen wir mal einen Download von eigentlich unproblematischen 1,5 MB. Und auch hier gibt uns das Modem die Möglichkeit, uns um uns selbst zu kümmern. 8 Minuten für 1,5 MB Download. Vermutlich gab es nur aus diesem Grund die kleinen Windows-Spiele wie Solitär oder Minesweeper. Und damit konnte man sich eben die Downloadzeit irgendwie vertreiben. Denn bildet euch bloß nicht ein, man könnte jetzt einfach in einem anderen Browser-Tab weitersurfen. Nee, nix ist. Wir haben hier eine gnadenlose 33 Kilobit die Sekunde Verbindung. Da nimmt man sich eben die Zeit. Nur um den Unterschied mal klarzustellen. Ich mache hier mal den gleichen Vorgang wie zuvor mit meiner 50 Megabit VDSL-Leitung. Da hat man noch nicht mal mehr Zeit, sich über einen gelungenen Furz zu freuen, so schnell geht das alles. Download, blups, erledigt. Kein Wunder, dass wir heute alle so gestresst und unausgeglichen sind. Von der sinkenden Geburtenrate mal ganz zu schweigen. Stellt sich die Frage, hatten wir damals wirklich so viel Zeit, um auf einen Seitenaufruf so lange zu warten? Und die Antwort, nein, natürlich nicht. Allerdings galten damals auch andere Maßstäbe, denn 33 Kilobit pro Sekunde waren in der Prä-Internet-Ära, also vor den Webseiten, welche in Webbrowsern dargestellt wurden, eine richtig flotte Verbindung. Der Grund? Es wurde keine Kapazität für Grafik aufgewendet, da es schlichtweg keine Grafik gab. Es wurde alles als Text abgehandelt und wie das aussieht, können wir uns heute auf einer der noch wenigen verbliebenen Mailboxen anschauen.
Mailbox. Nein, die Rede ist nicht vom Posteingang im Outlook, aber schaut's euch an, es erklärt sich fast von selbst. Um das Ganze authentischer zu gestalten, verlassen wir nun mal diesen ach so hochmodernen 64-Bit Windows 7 Rechner mit SSD-Blatt und allem Schnickschnack und wechseln. Die Amiga-Gemeinde mag es mir verzeihen, auf dieses stattliche, fast nicht vergilbte Gefährt. Ein 486 DX2 mit stolzen 66 MHz und Windows 95. Piep. Ja, piep. Klasse. Finde ich toll. Okay, was wollten wir hier machen? Yo, Windows 95 hat auch ein Terminal-Programm dabei, nämlich Hyper-Terminal. Von der Funktion her sind die Terminal-Programme, zumindest was die Hauptfunktion angeht, weitestgehend gleich. Wir wählen uns jetzt mal in die Blub-Mailbox von Oliver Rapp ein, eine privat betriebene Box, welche sich durchaus als eine der letzten ihrer Art bezeichnen darf. Das AT-DT-Gedönse spare ich mir hier, denn ich habe zuvor eine Verbindung bereits hergestellt, diese gespeichert und muss sie nun nur noch aufrufen. Jo, und das, was ihr hier nun seht, kommt direkt aus der Mailbox. Wie zuvor gesagt, es ist alles Text. Wann auch immer im Zusammenhang mit einer Mailbox von Grafik gesprochen wird, dann ist das alles Käse, denn echte Grafik ist das nicht, sondern bestenfalls nett angeordnete Textzeichen mit Farbe und in Bunt. Wenn man einen plumpen Vergleich ziehen möchte, dann ist unser Terminal hier quasi der Browser und die Mailbox eine Webseite. Aber bitte schlagt mich nicht für diese indifferente Aussage, sondern nehmt's als Metapher. Es ist eigentlich nicht miteinander zu vergleichen. Der wohl wichtigste Unterschied zwischen Mailbox und Website ist, dass es keine direkten Links auf andere Mailboxen gibt. Man ruft die Mailbox ja an, stellt also eine exklusive Verbindung zu einer einzigen Mailbox her und kann daher auch nur auf diese eine Mailbox zugreifen. Jeder User bekommt normalerweise ein eigenes Postfach in der Mailbox, welche ulkigerweise nur im Deutschen so heißt. Im Rest der Welt nennt man die Mailbox Bulletin Board System, kurz BBS. Das ist auch wieder so ein Handy-Anglizismus, ja. Mittels einem Postfach kann man Nachrichten empfangen und versenden. Man sieht die Verwandtschaft schon zum heutigen Mailverkehr. 1990 ging in Deutschland der ganze Spaß mit den Boxen so richtig los und 1995 etwa erreichten die Mailboxen ihren Höhepunkt von etwa 1000 Stück im Lande. Danach ging es dann abwärts. Das Internet nebst Browser und all seinen bunten Annehmlichkeiten sowie der angesprochene PC-Einheitsbrei verdrängten die universell einsetzbaren Mailboxen nach und nach. Neben den reinen Informationsseiten, den sogenannten Brettern, konnte man auch Dateien downloaden und selbst Dateien uploaden, um sie anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Der Administrator hatte damals einen anderen Namen, er hieß SysOp, was für System Operator steht. In den Boxen selbst navigiert man mit der Tastatur, entweder mit Direkteingabe der Nummer des aufzurufenden Brettes oder, wenn es die Box denn anbietet, mittels Pfeiltastennavigation. Eine andere, heute noch existierende und sehr professionell wirkende Mailbox ist die der Firma Elektron aus Leipzig. Dieses Ding ist ein richtiger Klassiker. Eine Box für die Freunde der Technik mit viel Informationen zu unterschiedlichen Themen.
typisch für Mailboxen ist auch dies hier, die Anzeige der neuesten hochgeladenen Dateien. So kann man sich direkt eine Übersicht darüber verschaffen, was seit dem letzten Besuch so alles gelaufen ist. Na und vielleicht auch gleich mal was runterladen. Wow, Durchschnitts-Download-Geschwindigkeit 1500 CPS, also Zeichen pro Sekunde. Totaler Wahnsinn. Neben Informationen zur Box selbst und anderen technischen Themen, beispielsweise aus dem Bereich Amateurfunk, gibt es hier auch eine hübsche Sammlung von alten Spielen. Also vergesst Abandonware. In Leipzig gibt's das richtig gute Zeug. Schaut euch mal die Auswahl hier an. Einfach klasse. Um die Freunde des Amiga zu beruhigen und um mir die Abonnenten zu erhalten, hier mit NCOM funktioniert das Ganze selbstverständlich auch. Man muss nur die Einstellungen, insbesondere die Schriftart, also die Fonts, richtig machen, dann sieht es auch nicht so schäbig aus wie bei mir hier. Und auch auf WinDAI 1 Rechnen funktioniert der Spaß, denn auch diese Version von Windows hat ein Terminal-Programm an Bord. Sehr rudimentär zwar, aber es funktioniert. Hatte ich doch ganz vergessen, dass ich auf dem Amiga 2000 im Bridgeport-Betrieb Windows 3.1 habe. Das ist immer wieder ein netter Kompromiss zwischen diesen beiden Klassenfeinden. Naja, nur sonderlich weit bin ich mit dem Win 3.1 und der Mailbox diesmal nicht gekommen. Aber dieses ganze System hin und her gejumper soll lediglich zeigen, dass es egal ist, mit welchem Rechner man welches OS einsetzt. Der Mailbox-Betrieb ist so minimalistisch aufgebaut, der geht einfach immer und überall. Und so sollte das ja auch damals sein, denn der PC-Einheitsbrei existierte noch nicht. Und die Online-Angebote sollten schließlich für jedermann einsehbar sein. So, nachdem wir uns also jetzt ein paar der letzten Mailbox-Mohikaner angeschaut haben, versuchen wir etwas anderes zu bewerkstelligen. Man muss sich mit seinem Modem nicht zwangsläufig mit einem Internetprovider oder einer Mailbox verbinden. Nein, es tut auch ein ganz normaler, entfernter Computer, der ebenfalls ein Modem hat. Man kann also vereinfacht sagen, dass die Modemverbindung nichts anderes ist als eine verlängerte Null-Modem-Verbindung per serielle Schnittstelle, wie wir sie aus Folge 22 kennen. Und das, was ich in Folge 22 recht sinnbefreit gemacht habe, nämlich mit mir selbst gechattet, versuchen wir nun einmal etwas sinnvoller zu gestalten. Irgendwo hinter Erfurt sitzt der gute Ritti mit seinem PC und seinem Modem und erwartet nun meinen Anruf. Wir wollen ein bisschen chatten. Alles, was ich wissen muss, ist seine Rufnummer, die ich euch jetzt freilich so nicht zeigen werde.
Jo, Chatten und Datentransfer klappt. Wenn auch nicht schnell, aber es klappt. Man mag es kaum glauben, aber auch heute noch werden vor allem in der Industrie direkte Modemverbindungen eingesetzt, um beispielsweise Fernwartungen an speicherprogrammierbaren Steuerungen vornehmen zu können. Manch einer behauptet sogar, diese Verbindungsart sei zwar lahm, aber zumindest sicher. Was auch immer sicher in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Jetzt wenden wir uns aber noch den wirklich wichtigen Dingen zu. Dazu wechsle ich mal wieder den Rechner. Das war eben eine Vista-Kiste mit dem ZOC-Terminal-Programm drauf. Die ist entschieden zu neu für das, was wir jetzt vorhaben. Ich kommentiere es erstmal ausnahmsweise nicht. Wir sind dabei! Oh, es ruckelt doch. Oh, krank, mehr als die geht ja gar nicht. Oh Gott, das leckt. Fuck. Ei. What the hell do they thinking? Geht das jetzt weiter? Ah, ja. Ja, Redi, wo bist du? Wo bist du dann? Bist du aus dem Spiel raus? Hä? Hm? Aber noch spawnt irgendwo? Oder? Fuck! Die Sau! Das gibt's ja nicht. Ey, ich will wieder mitmachen. Ja, mein Gott. Ruckelt zwar. Hey, wie steige ich wieder ein? Ich will wieder mitmachen, hallo. Da liegt meine Überreste. Das ist schlecht. Hallo. Ah, jetzt hat er. Na, warte. Jetzt komme ich. Jetzt kriegst du es zurück. Oh, verdammt. Ah, ist durch. Scheiße. Die gewaltverherrlichenden Szenen wurden zumindest auf Audioebene um die FX-Spezialeffekte beschnitten. Die Datenfernübertragung ist nicht nur auf die Telefonleitung beschränkt.
Unsere heutigen drahtlosen Netzwerke haben ein paar Vorfahren und ein Urahn davon heißt Packet Radio. Es ist eine drahtlose Datenübertragung per Funk und wird heute noch vor allem bei den Funkamateuren betrieben. Früher war diese Betriebsart auch im CB-Funk weit verbreitet, aber heute findet man, bis auf ein paar wenige versprengte Stationen, kaum noch Packet-Radio-Aktivitäten in Deutschland. Ja, außer bei mir natürlich. Vom Prinzip her ist Packet-Radio aber auch nichts anderes als eine serielle Datenübertragung unter Zuhilfenahme eines Modems, also hörbarer Töne. Nur ist das Ganze eben noch langsamer. Wir reden im CB-Bereich von stolzen 1200 Baud. Und das Ganze ist noch etwas störanfälliger, denn immerhin funken wir hier mit witzigen 4 Watt auf etwa 27 MHz durch unsere strahlenverseuchte Welt. Die Datenübertragung dauert auch deshalb länger, weil wir per Funk keinen permanenten Rückkanal haben wie beim Telefonmodem, sondern die Daten werden päckchenweise verschickt, daher der Name Packet Radio. Nach jedem Datenpäckchen muss die Gegenstation melden, dass das Päckchen unversehrt angekommen ist. Wenn es gestört war, wird das Päckchen nochmal gesendet. Und das geht so lange hin und her, bis alles übertragen ist. In der Zwischenzeit kann man auf dem Funkkanal allerdings nichts anderes mehr machen. Was die Reichweite angeht, so lässt sich keine wirklich verlässliche Angabe machen. Früher hat man mal gesagt, dass man immer dorthin funken kann, wo man hinschauen kann. Aber heute würde ich dafür nicht mehr die Hand ins Feuer legen wollen. Um ein richtiges Netzwerk aufbauen zu können, braucht es sogenannte Nodes, die man quasi heute so gut wie gar nicht mehr finden kann. An Material braucht man, neben einem Computer mit der passenden Terminal-Software, ich benutze hier X-Packet, ein Packet-Radio-Modem und natürlich ein Funkgerät. Meine Ausrüstung hier ist komplett CB und eigentlich will ich das Thema nicht zu sehr vertiefen, sondern einfach nur mal zeigen, dass es so Späßchen eben auch gibt. Sollte verstärktes Interesse an Packet Radio bestehen, dann teilt mir das bitte mit. Und damit kommen wir nun langsam zum Ende dieser doch etwas längeren Folge 24 zum Thema Datenfernübertragung mittels hörbarer analoger Töne. Jedoch nicht ohne einen Blick in die finstere Zukunft zu wagen, denn das, was ihr hier seht und hört, ist das hilflose Schreien verzweifelter Modems, die versuchen, über eine digitale Voice-over-IP-Leitung eine Verbindung aufzubauen. Hinter Voice-over-IP versteckt sich nichts anderes als die mittlerweile als Standard angesehene Technik, analoge Telefonsignale, nämlich vorzugsweise das gesprochene Wort, in digitale Daten umzusetzen, damit man damit ähnlich umspringen kann wie mit allen anderen Daten, die über unsere heimischen DSL-Universalanschlüsse und das weltweite Netz fließen. Zum Telefonieren sind die dabei eingesetzten Codecs, also die Art und Weise, wie aus der Sprache digitale Daten werden, allemal noch gut genug. Für die alten Modems ist dies jedoch die Hölle. Da muss man sich mal geben.
Die Daten liegen im Computer digital vor. Das Modem setzt diese um in analoge Töne. Unsere DSL-Endgeräte machen daraus mittels Voice-over-IP wieder digitale Daten. An der Gegenstelle werden daraus wieder analoge Töne gemacht, welche dann vom Modem wieder digitalisiert werden. Kein Wunder, dass da manchmal nur noch verkrüppelter Kram dabei herauskommt. Wenn man den Plänen der Telekom Glauben schenken mag, dann ist 2016 Schluss mit der klassischen analogen Telefonie. Ab dann soll es nur noch Voice-over-IP geben. Bleibt uns also nur zu hoffen, dass die eingesetzten Codecs wenigstens halbwegs modemfreundlich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird es uns wohl nur noch bleiben, unsere Modems entweder wegzuschmeißen oder hübsch in die Vitrine zu drapieren, um unseren Nachkommen einmal davon zu erzählen, wie das damals war, als die Computer noch miteinander telefoniert haben. Ich wünsche euch was. Danke für mittlerweile über 300 Abonnenten und ein ganz herzliches Dankeschön an Ritti für die tolle Mitarbeit an dieser Folge. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Nein! Dreck! Super! Ach, scheiße, Mensch! Was ist für ein Geplärr? Was ist das? Oh. So, lieber Mick, das ist das Download-Verzeichnis von Telex. Da ist dein Bild gelandet. Der Koloss von Rhodos. Und hier der Beweis, dass es angekommen ist. Ah ja. Okay. Alles klar. Okay.